Meine Damen, warum hast du so geschnalzt? Okay, meine Damen und Herren, zu unterbrechen. Willkommen zu Immer wieder neu, dein Podcast über Ehe, Beziehung, persönliches Wachstum und so viel mehr mit Sascha und Claire. Heute sprechen wir über... Schwierige Beziehungen. Schwierige Beziehungen. Oder halt was, ja, doch, oder? Ist meine Beziehung noch zu retten? Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen werde. Ist meine Beziehung noch zu retten? Gibt es einen Punkt of no return? Ja. Muss man auf Zwang zusammenbleiben, wenn es nicht funktioniert? Woher weiß man, dass es nicht funktioniert? Wann funktioniert es nicht? Was ist nicht funktionieren? Was mit welcher Einstellung gehe ich in die Ehe? All das und noch viel mehr. Mit Sascha und Claire. Viel Spaß. Hallo, Claire. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen an diesem etwas verrückten Tag für uns. Und ist heute Donnerstag, der 9. November. Es ist 22:01 Uhr. Und das ist eigentlich total irrelevant. Aber wir waren heute auf einem Kindergeburtstag und sind gerade erst nach Hause gekommen, eigentlich, basically. Dann, ja. Wir waren auf dem wir beide. Bis dann mit den Kindern, logischerweise. Ich dachte, das ist jetzt so impliziert. Irgendwie ist die Kamera heute anders. Ich sehe das heute, aber irgendwie ist es anders. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist heute anders. So, oder die Leute, die hören, zu YouTube rüberlocken oder was? Irgendwas gefällt mir heute nicht. Jetzt wird es ein bisschen wackeln, aber das ist okay. Dann müssen die Leute leben. Ist ja alles live. Alles live. Alles live. Irgendwie ein bisschen immer noch nicht, oder? Ich glaube, es stört niemanden. Ist schon besser als vorhin. Aber. Claire, willkommen. Ich bin heute zusammen mit meinem Double hier. Für alle, die unterwegs sind auf YouTube, nicht, dass ich mich hierher loggen will, aber das habe ich heute in meinem Briefkasten gefunden. Cool, oder? Willst du erklären, was das ist? Oder was? Das ist ein Brief, den ich bekomme von der Evangelischen Allianz. Deutsche Evangelische Allianz. Und ich bin auf dem Cover. Zum zweiten Mal? War es das gleiche? Zweiten Mal. Ja. Nee, ich habe ja noch nicht reingeguckt. Letztes Mal, das kommt glaube ich alle 3 Monate. Vor 3 Monaten war ich auf dem Cover. So, vor 3 Monaten? Ich glaube, in der letzten. Her. Na, vielleicht war ich auch davor auf dem Cover. Ich war auf jeden Fall dieses Jahr schon auf dem Cover und jetzt bin ich auf dem Briefumschlag. Und dann aber diesmal fand ich super passend mit Lebe deine Berufung im Job. Ja. Vielen Dank. Du bist auch voll im Fokus. Vielen Dank. Ist ja auch. Ja, vielleicht hat das irgendjemand gedruckt, mit dem du geredet hast, oder ist es wirklich Zufall? Also, weiß ich gedruckt? Mal? Also ich meine, gedesignt. Das hat die Evangelische Allianz gedesignt. Weiß, aber du warst ja bei diesem, das war doch bei dieser Konferenz. Ja, das war so eine Konferenz, ja. Das hat einfach jemand fotografiert und den zur Verfügung gestellt. Man hat es in deinen Augen gesehen, dass du deine Berufung im Job lebst. Ich sehe doch so aus, komm hier hin. Mit übrigens, nee, man kann es vielleicht erkennen, aber ich habe auch unseren Hoodie an, den wir mal verkauft haben, den Resurrected Hoodie. Was? Bitte was? Gute Werbung. Die es vielleicht auch irgendwann mal wieder geben sollte. Bald. Mhm. In sogar bestickter Form. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, gut. Das wollte ich nochmal zeigen. Bisschen eigen. Nö, ich fand es einfach lustig. Ich fand es irgendwie lustig. Wieso Lob? Ich habe nichts gemacht. Weiß, Lob fand ich fand es nur spannend, dass es da drauf ist und dann auch noch mit dem Titel. Und zweimal noch, ja. Ja. Stimmt, das ist cool. Ich bin also Cover. Ich kein bin Zufall. Ein Cover. Model. Ja, nee, jetzt hat das einen Namen, ein Cover. Nicht ein Covermodel? Nee. Ja, egal. Ja, Covermodel, das klingt toll. Claire, hallo. Wir haben ja letzte Woche verpasst. Ja. Weil. Ja, genau. Passend und zum Thema. Das passt ja eigentlich ein bisschen noch zum Thema, weil du ja auch manchmal nicht so leicht bist. Naja, ich finde, du hast ein größtes Ding draus gemacht als ich. Ich weiß gar nicht, was letzte Woche war. Es verschwimmt alles. Alles verdrängt. Lass mich erst mal einleiten hier. Mhm. Und zwar nicht die Geburt, sondern den Podcast. Für alle, die es nicht wissen, die gar nicht auf YouTube unterwegs sind, man sieht sie auch an dir nicht an. Du bist ja auch schwanger, hochschwanger. Unterhalb dieses Tisches. Könnte eigentlich jeden Moment kommen. Nein. Warum nicht? 4 Wochen noch. Ja, aber es heißt ja nicht, dass, also ich meine. Also bitte nicht jeden Moment, das klingt ja jetzt so, als wäre es mega absurd, oder? Ein bisschen wäre es früh. Egal. Grüße gehen raus an dich, Jovita. Ich habe heute mit dir gesprochen und du hast gesagt, du hörst es. Jetzt schaute ich dich einfach mal out. Und das hat sie mir erzählt. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen hier.
Sie hat gesagt, dass ich mittlerweile wieder ein bisschen besser aussehe als in der Podcast-Folge, wo ich mich aus Versehen rasiert hatte. Das ist die letzte? Nee, davor. Echt? Also vor 4 Wochen, glaube ich, oder vor 3. Nee. Sorry, es war nicht vor 2, es war vor. Ist auch egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat sie das heute gesagt. Und dann hat sie gesagt: Achtung, jetzt kommt der Punkt. Ja. Sie hat gesagt, sie hört das eigentlich nur. Mhm. Aber ich habe durch mein Drama habe ich sie quasi dazu gebracht, also kann ich verstehen, YouTube zu wechseln. Ja. Danke an das Kompliment. Deswegen auch der Trick mit dem Bildkranne. Vielleicht war ja gar kein Bild hier. Okay. was ist unser Thema heute? Also es geht immer noch um Beziehungen und Enttäuschungen in Beziehungen. Und was ist, wenn Beziehungen wirklich absolut nicht gut laufen? Und wo führt es hin? Gerade in christlichen Ehen so ist es, muss man auf alles probieren. Also das ja, aber was ist, wenn man alles probiert hat und es trotzdem nicht funktioniert? Also im Sinne von, ist Scheidung oder Trennung in christlicher Welt auch in Ordnung? Ja, das ist ein tolles Thema und ich finde, man könnte erstmal mache ich dich ganz kurz noch ein Stück lauter. Lauter. Aber was ich super spannend fand, in dem ganzen Kontext, das ist das eine, also man kann das ja auf Ehe beziehen, man kann das ja auf so viele andere Sachen auch beziehen. Ich habe manchmal das Gefühl, auch gerade so gemeindemäßig, da das oft oder so Sachen immer wieder probiert werden und dann irgendwie sich, ne, das ist, und das ist, jetzt kommt die Quintessenz dahinter, warum ich das sage, dass man immer wieder was Neues probiert oder irgendwas anderes, aber man an sich nicht sich verändert. Genau. Und dass man an sich immer wieder die gleichen Muster hervorbringt, was immer wieder zum gleichen Ergebnis führt. Genau, und das ist so die Frage, woran merkt man, dass es wirklich nicht funktioniert? Also so, oder muss es den Punkt geben, oder ist es nicht immer so dieses, ja, eigentlich kann Gott ja auch jederzeit alles umdrehen und jedes Herz verändern. Das ist ja auch diese Option, ist ja auch immer da, diese Hoffnung. Genau, also das ist jetzt gar nicht so pro oder kontra Entscheidung oder ja oder nein, sondern eher so, dass wir das Thema bewegen werden, weil ich das einfach spannend finde, wie viele vielleicht da zu leichtfertig mit sind und sich zu schnell trennen, sobald es unbequem wird, und andere halt dann vielleicht zu lange sagen, aus Prinzip bleiben wir jetzt zusammen, aber eigentlich ist es offensichtlich, dass wir uns nicht nur nicht gut tun, sondern einfach wirklich auch schlecht füreinander sind. Also so. Ja. Wo wollen wir da anfangen? Das ist mal ein Thema, da bräuchte man ja eigentlich mal eine Gliederung hier, um das mal so ein bisschen irgendwie aufzuläutern. Was kommt dir da zuerst in den Sinn? Nee, das wälzt du jetzt nicht auf mich ab. Ich möchte, dass du das hier mal erzählst, womit du anfangen willst. Ich habe hier immer meine. Was habe ich denn gerade als erstes gehört? Also so dieses allgemein, also so dieses, was, wenn man Scheidung zu leicht nimmt oder so. Ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde das ja auch ein Thema. Also ich meine, wir sprechen heute trotzdem drüber, aber was ist so der Punkt? Also wo willst du da anfangen? Also erstmal müsste man ja definieren, was ist, funktioniert nicht. Ja, genau. Was ist alles probiert? Ne, da sind ja so viele Definitionsfragen hinter. Und die sind ja wahrscheinlich auch sehr persönlich. Genau, so, die kann man nicht einheitlich beantworten. Aber aus unserer Sicht finde ich das eigentlich eine gute Frage. Was glaubst du, ist bedeutet das, es funktioniert nicht? Keine Ahnung. Keine Vorstellung? Nee, nicht so konkret. Hast du noch nie jemanden getroffen, wo du sagen würdest, ich glaube, in eurem Fall wäre Scheidung besser? Ich habe schon nicht, Leute getroffen, wo ich denke, es wäre besser, wenn bald eine Mars-Mission startet und man einen von euch beiden oder am besten beide in ein Mars-Raumschiff packt. Aber das ist dann ja eher so, keine Ahnung. Also, ich glaube einfach, wenn ich Beziehungen sehe, die nicht funktionieren. Was heißt nicht funktionieren? Ich sage jetzt mal, ohne das zu definieren. In meiner Betrachtungsweise, dann sehe ich oft, dass die Issues, die Probleme, vor allem von einer Person meistens, so enorm sind und nicht angegangen werden und auch nicht frontal angegangen werden und konfrontiert werden, dass sie sich ausbreiten dürfen. Und das Ausbreiten dieser Probleme und schon fast Gift, würde ich einfach mal sagen, Gift für die Beziehung. Wenn das also so quasi sich ausbreiten darf, ohne im Keim erstickt zu werden. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, warum ich dann auch diese Frage schwierig finde, wann ist denn jetzt irgendwie mal Schluss oder wann ist zu viel?
weil ich nicht finde, dass das jetzt unbedingt ein Problem ist. Oh Mann, wir sind zusammen, ist das Problem. Also vielleicht dann für die Person, die das zulässt, dass es sich ausbreitet. Weil ich glaube, ganz oft verpassen wir den Moment, und dann sind wir vielleicht auch einfach zu soft, viele zu soft, dass auch mal konfrontiert werden muss. Also gewisse Sachen, glaube ich, haben einfach keinen Platz. Nehmen wir mal was Harmloses, okay, was aus von uns. So, dein Armuts-Mindset. Das hat es. Mein ehemaliger, meinst du? Okay, das ist ja egal. Ich habe erstmal dein ehemaliges Armuts-Mindset, das ja 100% überwunden ist. Das habe ich nicht gesagt. Okay, ach so, dann ist es ja doch nicht ehemalig. Naja. Spannend, okay. Dein Armuts-Mindset hatte in einer Beziehung mit mir, schau, mit mir keinen Platz. Und den Platz, den es haben wollte, das Armuts-Mindset, hat es ja auch nicht bekommen. Ja. So. Und ich glaube ganz oft, und das ist eben mein Punkt, ist es quasi nicht, dass du in einer Beziehung bist, das Problem, sondern auf der einen Seite auch, wobei, ne, mit wem, ja, okay, meinetwegen. Aber wie gehe ich dann im Endeffekt damit um, wenn ich in der Beziehung mit dir bin? Und ich sehe immer wieder das gleiche Muster, dass Dinge einfach sich ausbreiten dürfen. Es dürfen sich toxische Verhaltensmuster in der Ehe, in der Beziehung, dürfen einfach Bestand haben und weitergehen. Und es wird ein bisschen zu, finde ich, wenig da konfrontiert und mal, dann ganz oft flüchten Leute dann aus der Situation. Weißt du, wenn es nicht mal aus der Ehe ist, sondern gehen dann fremd oder sind immer auf der Arbeit, weißt du, so avoidance-mäßig, also flüchten sich irgendwo hin und vermeiden einfach die Konfrontation. Ich glaube, das ist nicht hilfreich. Und ich glaube, dann ist eben die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich in eine Beziehung? Und siehst du, und das ist jetzt der Punkt. Ich glaube, dass nicht dass die Einstellung, mit der ich in eine Beziehung gehe, ist das Entscheidende. Und deswegen finde ich es schwer, von außen zu sagen oder überhaupt zu sagen, es ist jetzt. Ja. Ist es nicht mehr, geht es jetzt nicht mehr. Okay. Wenn natürlich 30, 40 Jahre Leute ihre Einstellung nicht zu der Beziehung ändern, die eben, ich habe mal jemandem gesagt, der heiraten wollte, der war in einer Beziehung, der wollte heiraten. Ich habe gesagt, die Ehe, wenn man das mal so betrachtet, ist actually, du hast eine Einzimmerwohnung und die musst du sauber halten. Und Ehe ist basically, du packst nochmal 3 Etagen oben drauf. Und es ist nichts daran an sich erstmal ist, und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ein bisschen übertreibe ich natürlich auch, aber nichts daran ist erstmal besser, verheiratet zu sein. Rein faktisch. Was ist daran besser? Du musst deinen Namen ändern, also erstmal, ne, erstmal nur in dem Moment. Du musst deinen Namen ändern oder einer muss das. Du musst irgendwelche Steuersachen ändern. Du musst mehr Haus putzen sozusagen. Du hast mehr Verantwortung, weil du, da gehört ja was dazu. Mhm. Und wenn ich nicht bereit bin, in die Ehe oder in die Beziehung zu gehen und zu verstehen, dass ich das mitbekomme, diese 2 Etagen obendrauf oder die erste Etage, was auch immer, dieses komisches Bild. Und dann ist meine Einstellung zu der Sache falsch. Weil wenn ich in eine Beziehung gehe, dann muss ich damit leben, dass mein Leben komplizierter wird. Ja. Punkt. Es ist automatisch so. Mein Leben kann nicht einfacher werden, wenn ich in eine Beziehung komme. Mein Leben kann nicht einfacher werden, wenn ich heirate. Ja. Und wenn ich mit der Einstellung in eine Beziehung gehe, dann wird auch die Beziehung wahrscheinlich nicht an den Punkt kommen, wo man sagt, jetzt, es geht gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist wirklich schon so ein Problem, dieses extreme, romantische, verklärte Bild von Ehe. Idealvorstellung wieder. Gerade auch unter Christen. Also dieses ist halt so ein Ding, das man abhaken muss, aber halt irgendwie. Und manche sind, glaube ich, auch eher in die Vorstellung, verheiratet zu sein, verliebt, als vielleicht spezifisch die Person. Weil die sagen, ja, was, also liebst du wirklich diesen Menschen? Willst du wirklich mit diesem einen Menschen, hast du dich wirklich mit befasst? Oder ist es wirklich so ein, also der Gedanke, dass ich halt einen Ehemann habe oder eine Ehefrau oder so, das ist das, was mich halt so reizt. Und klar, finde ich irgendwie sympathisch oder so, und das wird schon irgendwie passen. Und das ist, glaube ich, fatal, weil ich glaube schon, dass man die Person wirklich gut kennen sollte, bevor man die überhaupt in die Ehe startet, so gut es geht. Früher haben ja Ehen lange gehalten, so deutlich länger als heutzutage. Genau. Woran lag das? Viele Faktoren. Spannend, ja. Aber jetzt ein Punkt, warum Leute denken, irgendwie, das ist, wenn wir dieses Liebebeispiel nehmen, so haben die früher sich mehr geliebt? Ja. Nein, war es gefühlt sogar unemotionaler. Also ja, es war eher funktional. So, dass, funktional, meinetwegen. Aber jetzt können wir ja nicht die Schuld der Sache geben, auch wir sind einfach nicht mehr so lange, Menschen sind halt nicht mehr so lange verliebt ineinander. Genau, weil das geht ja eigentlich auch gar nicht. Dieses Verliebt
ein Gefühl, also wenn man so das Gefühl oder dieses Flattern oder dieses Aufgeregtsein, wenn man zusammen ist. Aber das ist ja das Ideal, woran man nach irgendwie strebt und dann hat man es vielleicht nicht mehr oder was auch immer oder nicht die ganze Zeit und dann ist es halt irgendwie, ich finde, und nochmal, das kommt wieder auf den Punkt zurück von Anfang und deswegen erzähl gleich ruhig deine Meinung dazu, aber gibt es überhaupt einen Punkt, der, an dem man sagen würde, so, ja, jetzt funktioniert es nicht mehr, wenn ich glaube nämlich, dieser Punkt taucht gar nicht auf. Ich glaube, dieser Punkt ist schon von Anfang an da. Nur, dass er halt sich mehr zeigt. Aber wenn ich, wenn ich unfähig bin, in eine Beziehung zu gehen, weil ich nicht verstehe, was es bedeutet, zu heiraten oder in eine Beziehung zu gehen, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert. Genau, das kann schon passieren. Also ich stimme da dir auch voll drüber. Meine Gedanken dazu waren auch, dass es sich zeigt, dass eine Beziehung mehr als nur, sag ich mal, kompliziert ist oder nicht einfach. Weil das ist was anderes als, okay, wirklich das Wort, aber so hoffnungslos. Weißt du, was ich meine? Also das ist was anderes, weil ich glaube, Beziehungen und Ehen, die schwierig sind und kompliziert und immer mal wieder zu krassen Konflikten führen, sind nicht unbedingt zum Scheitern verurteilt oder schlecht oder was auch immer. Im Gegenteil. Also ich finde, bei uns ist es ja auch so, dass wir, aber glaube ich oft genug auch hier schon betont, dass wir auch keine so super harmonische Happy-Clappy-Ehe führen, weil wir auch obviously sehr unterschiedlich sind, Dinge sehr unterschiedlich sehen, aber da haben wir auch bisschen gesprochen im letzten Mal. Also was uns immer wieder zusammenbringt, ist halt dieses größere Bild. Und dass wir auch von uns selbst und unseren Erwartungen nach abziehen können und den anderen halt sehen können und immer wieder neu uns darauf einlassen, wie der andere ist. Du mal mit deinem Name-Dropping. Das ist aber auch genau immer wieder ein Thema. Immer wieder neu. Aber und was also das Problem ist, dein Laptop, da bin ich anpassen. Das Problem ist? Dein Laptop beschmutzig. Ist okay, er darf das sein. Dass es zeigt sich, glaube ich, dass eine Ehe nicht funktioniert, wenn mindestens eine Person in dieser Konstellation nicht bereit ist, Dinge zu verändern oder einzusehen erstmal. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Wenn einer das mindestens nicht eine. Also ich meine, also wenn eine Person, kann ja sein, dass sie total sagt, ach so, ja, so rum, ja. Sind von zwei Personen. Mindestens zwei Personen. Andersrum gedacht. Ich dachte, ich habe gerade so gedacht, wie eine Person reicht, die bereit ist. Nee, genau. Mindestens eine Person. Wenn die nicht dazu bereit ist, dann ist es nämlich schwierig, weil es braucht in gewisser Weise Einsicht von Dingen, okay, hey, da lag ich falsch, oder in gewisser Weise habe ich vielleicht was falsch gemacht oder nicht richtig differenziert betrachtet oder so, weißt du, was ich meine? Oder da war ich zu emotional und da habe ich meine Trigger irgendwie, oder einfach dieses Reflektiertsein. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn man dazu nicht in der Lage ist, immer wieder den anderen blamed, für alles und jeden und dies und das, aber nicht in der Lage ist, im Nachhinein zu merken, boah, ja stimmt, ich habe da total die Opferrolle eingenommen und habe sehr viel auf dich projiziert. Man muss ja gar nicht so tief in diese psychologischen Begriffe gehen, aber einfach zu merken, ja stimmt, der Streit hat auch was mit mir zu tun. Dieser Moment, wo man etwas einsieht und dann nicht nur das, sondern auch noch bereit ist, darüber zu sprechen und es vielleicht sogar zu verändern. Ich glaube, das sind halt Punkte, die essentiell wichtig sind. Und in kleinen Dingen, so wie okay, dann werde ich meine Socken ab jetzt in die Wäschetruhe tun, statt neben das Bett oder was auch immer. Weißt du, ich meine, banales Beispiel, aber extra, weil um zu zeigen, so dieses, weil es halt, wenn das ist, was irgendwie ein Problem auslöst, dann ist es wichtig zu sagen, ja, okay, ich habe es erkannt, das ist ein Fehler von mir, den ich jetzt, wenn ich dran denke, wenn es mir möglich ist, dann versuche ich, es bewusst zu ändern. Und das halt auch betragen auf größere Dinge, so Einsichten oder wie man sich verhält oder wenn man merkt, immer wieder triggert mich was, dann nicht nur sagen, oh, du triggerst mich, sondern hey, okay, wie kann ich das bearbeiten, dass dieser Trigger sich da stabiler werde in dem Punkt, dass ich das bearbeiten kann, was mich dann in der Vergangenheit so verletzt hat und so. Das ist das, jeder einzeln für sich in Verantwortung. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man die Verantwortung nicht für sich übernimmt und immer wieder sagt, naja, hier in dieser Ehe muss ja der andere irgendwie für mich sorgen, der andere muss perfekt sein, damit es uns gut geht oder so. Und das, ich glaube, wenn da mindestens, wie gesagt, einer aus dieser Organisation nicht bereit ist, davon abzusehen, von diesem, aber du bist das Problem. Da, man dann könnte das auch so formulieren, indem man sagt, beide müssen es sein. Ja, genau, stimmt. Bin ich besser. Aber ich habe gerade gedacht, weil manchmal ist halt wirklich, das ist dann meistens auch so traurig, wenn eine Person super bemüht ist in so einer Ehe, weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Und halt immer wieder einsieht, immer wieder sich reflektiert und was ändert, aber die andere Person so drauf besteht, zu sagen, dieses Problem bist du oder ich habe gar kein, also so überhaupt sich nicht reflektieren können. Ich glaube, dann wird es echt schwierig und dann trotzdem kann es über Jahre dauern, weil man doch irgendwie zusammen wächst und so eine
Co-Abhängigkeit entwickelt und nicht mehr ohne den anderen kann. Das ist einfach Bequemlichkeit. Auf allen Ebenen. Also Konfliktvermeidung ist ja auch nur Bequemlichkeit im Prinzip. Ja, aber halt da kommt auch noch mit dazu, das habe ich anfangs so ein bisschen angedeutet, dass Christen manchmal auch Probleme generell mit Scheidungen haben. Also das macht halt die Welt. Die macht es ganz schnell. So. Aber wir versuchen, und ich auch gar nicht unbedingt nur zu reparieren. Das ist ja nochmal auch cool, wenn man halt sagt, ja gut, wir versuchen wirklich dran zu arbeiten, wir machen eher Therapie und so weiter. Aber manche machen auch nicht das, sondern bleiben einfach irgendwie zusammen. Ja, man muss halt irgendwie so ein bisschen, so ist es jetzt halt, und wir versuchen es irgendwie zu überleben oder so. Naja, schau, diese Grundhaltung dahinter ja eigentlich in Ordnung. Also die Grundhaltung ist ja, wir haben es jetzt so entschieden. Und das ist ja auch sehr viel wert. Ja. Das ist ja auch eine andere Bewusstseinsentscheidung. Hoffentlich, nicht immer sicherlich, aber oft. Eine andere Bewusstseinsentscheidung dafür. Und deswegen entscheiden sich auch. Na gut, okay, es hat auch natürlich eine Subkultursache dabei. Ne? Ja, in unserer Subkultur heiratet man halt so. Man trennt sich halt dazu. Nicht. Man trennt sich ja nicht, das stimmt. Ja. Ja, viel selten auf jeden Fall. Also ich kenne auch eine Christenbubble, viel weniger Leute oder auch Familien, zum Beispiel Patchwork, oder halt so Familien, die sich, also Menschen, die halt schon Kinder haben, dann zu sagen, ja, wir sind jetzt gerade getrennt oder so. Es passiert unfassbar selten, wenn du so drüber nachdenkst. Alle Leute, die du kennst, die verheiratet sind, schon alles nach außen hin so Friede, Freude, Family, Huchen. Und ich will nicht sagen, dass es das nicht ist. Vielleicht ist es auch nach innen. Die Leute sagen nicht, dass es nicht so ist, aber auffällig so, weil wenn ich mit Menschen oder auch mit Familien und auch bei Social Media oder so, das sind halt unfassbar viele Familien getrennt oder Single Moms oder halt dann Patchwork oder halt neue Konstellation. Fast alle so gefühlt, ältere Menschen. Natürlich. Auch im Geburtsvorbereitungskurs, die sagen, ja, das ist jetzt halt unser erstes Kind, das wir gemeinsam haben, aber wir haben ja schon zwei Teenager oder was auch immer. Also das ist irgendwie so völlig normal. Ja, weil diese Idealvorstellung, und das ist ja auch wieder, das hat ja immer, alles hat ja immer zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist es natürlich Banane, eine Idealvorstellung zu haben. Und dann zu hoffen, dass das so ist oder danach zu streben, dass es so ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn man eine gewisse Vorstellung oder Idealvorstellung davon hat, wie es sein sollte und dann auch bereit ist eben, schau, das ist jetzt die Frage, fange ich hier oben bei meiner Idealvorstellung an und bin bereit, das auch runterzuschrauben und zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht so ideal, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich investiere mich, weil ich dieses Ziel vor Augen sehe, oder ist es eben, dass ich sage, ich habe diese Idealvorstellung, ich bleibe hier, weißt du? Und im Prinzip ist ja das Christen heiraten, Punkt. Das ist ja eine Idealvorstellung. Wie sollte das Leben sein? Jesus liebt die Gemeinde, kommt zusammen und vermehret euch oder sowas, was ich, keine Ahnung. Irgendwelche Phrasen aneinander gereiht, die dazu sagen, oh, okay, alle Christen müssen heiraten. Das ist ja auch so, wenn du nicht verheiratet bist als Christ, wenn du mit 30, ciao, ich oder man entscheidet sich ja halt ganz bewusst fürs Zölibat. Wenn du da draußen nach 30 und nicht Vater bist, hey. Ab ins Kloster. Schließt euch zusammen, Freunde. Kein einsamer Baum. / der einsame 30er. Das finde ich ganz spannend. Es gibt ja auch teilweise so von Team F oder so Single-Arbeit. Es geht auch total viel Eherarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit. Es will halt einfach niemand sagen. Also, ja. Es wird halt auch Ehe bei Christen wird auch einfach so verherrlicht. Es ist meistens nicht meistens übertrieben. Es ist öfter als man denkt nicht herrlich. Und wenn man immer herrlich hat, dann hat man auch ein Problem. Das ist weil nicht man herrlich. Dann, weil es nicht ehrlich ist. Man hat einfach zwei. Herrlich ist nicht menschlich ehrlich. Gesehen irre, absolut irre. Ich wollte das vorsehen. Absolut irre zu glauben, dass zwei Menschen perfekt zusammenleben können. Das ist absurd. Kein es Mensch kann. Gibt schon bestimmt harmonische Beziehungen. Nicht von ja, natürlich, du kannst auch eine harmonische Beziehung haben und einfach null aus deiner Bequemlichkeitsbubble rauskommen. Okay, aber das ist auch ein sehr negativer Blick. Ich glaube schon, dass es Konstellationen von Menschen gibt, die es leichter haben, korrekt. Leichter als wir. Die es leichter haben, aber niemand hat es perfekt, einfach easy. Ja, und zu der Ehe, zur Wahrheit der Ehe gehört dazu, einfach mal zu sagen, sie ist anstrengend. Ehe ist anstrengend. So, wenn du wirklich Ehe miteinander lebst, ist es anstrengend. So dieses Einswerden, so wie Jesus mit der Gemeinde, dann musst du einfach, ich weiß auch nicht, ob ich das so gesagt habe, dann musst, es ist anstrengend, weil du auch nicht, du kommst da nicht zusammen mit 12, manche vielleicht schon, siehst du, die haben es vielleicht leichter. Aber wann kommst du zusammen? Wann lernen die Leute ihre Mitte 20?
Anfang, Mitte 20, vielleicht noch Ende der Teenie-Jahre. Wie viel Leben hast du da schon hinter dir? Und selbst wenn du nichts erlebt hast und durftest nicht mehr Harry Potter gucken, dann ist die Realität, dass Menschen sind einfach traumatisiert durch tausend verschiedene Dinge, in verschiedenen, du liebst ja auch so Traumasachen, in tausend verschiedenen Stufen, ja. Es geht natürlich ganz, kann ganz leicht sein, Mensch, so XY ist gar nicht schlimm, kommt kaum vor, dass mich das irgendwie irgendwas mit mir macht. Ja. Aber so viele Dinge haben Einfluss auf dein Leben. Und jetzt kommst du als diese Hülle gefüllt mit Sachen zu einer anderen Hülle gefüllt mit Sachen. Und das ist ja wie Lotto, Glücksspiel. Und man denkt irgendwie, ganz viele Christen denken irgendwie so, Ehe, und eigentlich glaube ich, wie gesagt, Ehe ist eigentlich eine Entscheidung, zu sagen, ja, ich bin bereit, dass es anstrengend wird. Ja. Und nicht, man müsste das eigentlich beim Altar fragen. Ja, in gewisser Weise ist ja dieses in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, ist auch eine Floskel, hört auch keiner aber genau, mehr zu. Da hört keiner mehr zu. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist es ja genau das. Ja, weißt du, so, ich halte zu dir und ich bleibe bei dir. Weißt du, wir stehen es durch. Auch wenn das ist nicht ja auch alles schön, das ist ja schön, dass Christen das so machen. Ich finde das auch gut. Aber man muss sich auch einfach mal bewusst werden, das ist mein Punkt. Man muss sich auch mal bewusst werden, dass Ehe ist anstrengend. Ehe ist nicht, oh, wir sind zusammen, wir sind verlobt und jetzt wird's richtig toll. Nur wenn man Sex miteinander hat, wird's nicht leichter. Oh ja, das ist, glaube ich, auch ein Problem. Dass viele halt das so als das als bisschen so schon wie so eine, wie sagt man, so eine Köder? Oder ich denke gerade irgendwie an so eine Karotte, die vor so einem Esel ist und ist, oh, dann darf man legal miteinander schlafen. Das ist ein bisschen lächerlich, jetzt sieht es nicht, aber schon ein Problem, diese Sexualisierung, also dieses extreme Fokus darauf, das viele Christen haben, wo sie gleichzeitig sagen, also so sich davon so super abgrenzen, aber gleichzeitig viel mehr Fokus und das viel wichtiger nehmen als, sag ich mal so, Welt. Es ist halt in sich drin, eine eigene, kleine, große Blase. Und ich glaube, das ist mal wichtig, da auch mal reinzustechen in diese Bequemlichkeitsbubble. Ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, Ehe ist anstrengend. Die Ehe mit dir ist anstrengend. Bequem, ja, ich weiß, ich sehe es ja auch. Ja, und das ist auch in Ordnung, weißt du, das ist ja das Ding. Guck mal, ich habe mich entschieden, dich zu heiraten, im vollen Bewusstsein, wie anstrengend das wahrscheinlich werden wird. Damals warst du im Bewusstsein, wie anstrengend das wird. Vielleicht nicht natürlich nicht in jedem Detail, aber war es denn vorher nicht anstrengend? Doch, was war, bevor ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe? Ich habe dir, ich erzähle es jetzt einfach mal, ich habe dir, also ich sage keine Details, aber ich habe dir, ich hatte schon geplant, den Heiratsantrag zu machen, das war jetzt nicht der Grund, aber ich habe dir im dunklen Wald ohne Licht hast du heulend auf so einem Mauerstück gesessen oder auf so einem Pfeiler. Da habe ich den Heiratsantrag gemacht. Du bist in den Wald gelaufen und aus verschiedenen Gründen bin ich dir dann hinterher. Aber ich meine, war das irgendwie auf einer AIDA-Kreuzfahrt im Mittelmeer? Nein. Verstehst du, ich will einfach nur sagen, es hat sich nicht abgezeichnet vorher, dass es eine easy peasy Sache wird, dich zu heiraten. So. Ja. Und ich gehe aber auch in diese Ehe jeden Tag mit dieser Entscheidung rein, die ich getroffen habe. Und das ist mein Punkt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube dann, wenn man diese Entscheidung gut getroffen hat und ungefähr weiß, worauf man sich einlässt, Makroebene, ne? Nicht Mikroebene, Makroebene, dann ist es auch, glaube ich, nie der Punkt erreicht, wo man sagen müsste, jetzt ist over. Ich glaube, das Thema Bequemlichkeit ist wirklich wichtig. Das merkt man oft nicht, wenn man so reinrutscht in so eine Bequemlichkeit oder in so ein Resigniertsein. So ein bisschen so Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, dann ist es jetzt halt so. Habe ich mir anders vorgestellt? Naja, habe ich gehabt. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Jetzt bin ich verheiratet. Und das ist halt meine Frage. Gibt es, also ist es, ich habe jetzt auch nicht direkt eine Antwort drauf. Muss man, glaube ich, auch nicht. Nur noch eine Minute Zeit. Geht auch gar nicht. Okay, aber so. Genau die Frage, die mich bewegt hat, auch dieses Thema zu machen, weil dieses, okay, ist es auch okay? Und vielleicht natürlich ist es sogar besser. Auch okay. Also alles ist ja, was sagt die Bibel? Unsere Bibel sagt, alles ist dir erlaubt, oder in dem Fall Paulus. Paulus sagt, ja, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Ja, alles ist dir erlaubt, nicht alles ist hilfreich für dich. Aber das fängt ja nicht an, das Problem, wie gesagt, fängt ja nicht an, wenn du verheiratet bist. Das Problem ist schon vorher da. Die Probleme. Dinge tauchen halt dann erst richtig auf. Die werden nur sichtbar. Ja. So. Und das ist halt so. Und damit muss man leben.
Und ich glaube, deswegen können wir auch gar nicht sagen, muss man abschließend sagen, wir können auch gar nicht sagen, ob irgendwann ist es zu spät ist, aber auch immer. Ich glaube, es gibt Punkte, wo es zu spät ist, aber da hat es schon zu spät angefangen. Da ist man quasi schon, da hat man quasi schon ein Hotelzimmer für gestern gebucht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich habe quasi bei Booking.com eingegeben, Hotelzimmer für den Tag vorher. Und natürlich komme ich dann zu spät zum Hotelzimmer. So, und das, ja, manche Dinge entwickeln sich aber auch tatsächlich erst als Talkshows. Ich glaube, ja, nicht unbedingt. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind vielleicht schon da, aber die können sich in die eine oder die andere Richtung verändern, je nachdem, ob man, wie ich vorhin gesagt habe, Dinge einsieht oder auch verändert. Absolut. Und daran, wenn das daran scheitert, dann sind die Dinge, die vorher schon vielleicht quer lagen oder Sachen, die werden halt zu einem Riesenproblem. Ich glaube halt, dass Menschen sich wenig verändern in ihrem Leben und dass man, dass Leute, die Herausforderungen mögen, an ihnen wachsen werden und das auch kontinuierlich tun. Und Leute, die keine Herausforderungen mögen, werden auch nicht anfangen, auf einmal sie zu lieben. So. Und Menschen, und das ist einfach meine Beobachtung. Ich glaube, die Menschen sind, wenn du jemand bist, der sehr bequem ist, dann wirst du das wahrscheinlich auch bleiben. So, unsere Kamera geht jetzt gleich aus. Ciao. Ciao, YouTube. Adieu. Es war schön mit dir. Verstehst du, was ich meine? Und damit, glaube ich, das muss man einfach akzeptieren. Man muss einfach akzeptieren, dass Menschen sich verändern können, ja, aber dass sie es meistens nicht tun. Und unsere Historie zeigt das. Und die menschliche Historie zeigt das. Ja. Und da gibt es ja Milliarden Jahre Beweismaterial sozusagen. Und ja, es gibt Veränderungen. Und schau, ich bin jemand, der, ich mag Veränderungen und ich mag Herausforderungen und ich mag neue Horizonte und ich mag selbstkritisch zu sein, mich selbst zu hinterfragen und andere Dinge zu hinterfragen und nicht stehen zu bleiben. Und natürlich bin ich jemand, so wie Gott mich gemacht hat oder die Welt mich gemacht hat, was auch immer, bin jemand, der natürlich an einem Punkt, wenn er an einem Punkt ist, wo ich merke, ich komme nicht mehr weiter im Leben, und ich meine nicht erfolgsmäßig, sondern lebensmäßig, und ich das Gefühl, und Jesus mich ruft, dass ich natürlich sofort drauf, oder dass ich schneller drauf anspringe, weil ich denke so, huh, das kenne ich noch nicht. Okay, es lockt mich so, weil ich das suche, weißt du? Mhm. Und das suche ich aber in jeder Facette meines Lebens. Und das ist eine Grundhaltung. Und ich glaube eben, das ist das Ding. Bei den meisten Menschen ziehen sich Grundhaltungen durchs Leben durch. Und die werden sich wahrscheinlich nicht großartig verändern. Zumindest ist das meine Meinung. Mhm. Ist nicht, dass es nie passiert, aber grundsätzlich ist der Mensch ein bisschen, wie er ist. Und wenn du bereit bist, zum Beispiel an deinen Sachen zu arbeiten, so, dann liegt das nicht unbedingt, dass ich kann das bestärken, ich kann auch Dinge sagen, so, nee, das geht hier nicht, und dann stellt es dich vor eine Wahl. Aber wenn du zu jemand bist, der sich einfach entscheiden würde, immer wegzulaufen, wenn du das wärst, immer wegzulaufen und auch permanent wegzulaufen, dann hättest du dich ja schon von mir getrennt. Weil ich ja so konfrontativ bin. Dann hättest du schon nach einem halben Jahr gesagt, das ist mir zu viel. Weil ich habe dich von Anfang an mit deinen Sachen konfrontiert. Wir haben beide, glaube ich, auf eine Art und Weise uns auch sehr verändert. Klar. Also und Dinge geschliffen. Oft eingesehen, geschliffen, ja. Das ist das Bild, was ich mal gehört habe. Und dann sage ich ja nichts mehr, ich habe zu viel erzählt. Aber, oder nicht zu viel, aber ich habe viel erzählt. Die meisten Menschen sehen ihr Leben. Jetzt kommt eine richtig dicke, ein dicker Brocken Weisheit. Hol die Notizzettel aus. Die meisten Menschen sehen ihr Leben, dass sie klein starten, als kleiner Korn oder als Baby, was auch immer, wie man es nehmen will. Und dann kommen Schichten dazu. So sehen die meisten Menschen ihr Leben. Gott sieht dein Leben anders. Gott sieht dein Leben, du wirst eigentlich als ein fetter Granitblock geboren. Du bist ein fetter Granitblock. Du kannst basically gar nichts. Und von Anfang an in deinem Leben tragen Menschen Schichten von dir ab. Und Gott trägt Schichten von dir ab. Und am Ende bist du ein Meisterwerk. Das ist das, was am Ende aus dir rauskommen kann. Weil das steckt in dir drin. Gott hat dich als Meisterwerk geschaffen. Gott hat dich als Meisterwerk geschaffen. Und es steckt in dir drin. Und Michelangelo hat aus einem Granitblock die schönsten Statuen gebaut. Und das ist basically ein schöner Vergleich zu Gott, was Gott kann. Und weißt du, wenn man sich praktisch von anderen Menschen abtragen lässt statt von Gott, dann wird es halt nicht so schön. Oder? Möglich, ja. Wenn man, ja. Absolut möglich. Aber das ist gar nicht mein Punkt, von wem du dich abtragen lässt. Ich glaube nicht daran, dass
dass wir als Mini starten und groß werden. Ich glaube, dass in jedem Menschen ein Meisterwerk steckt. Weil wenn das so wäre, dass wir klein starten und immer mehr anhäufen, dann wäre es unser Verdienst. Mhm. Ich glaube nicht, dass es unser Verdienst ist, ob wir Meisterwerke sind oder nicht. Wenn ich irgendwen angucke und ich Tom Cruise oder so und denke, boah, was für ein Meisterwerk an alles Menschen, dann ist das nicht, weil er das gemacht hat. Daran möchte ich nicht glauben. Ich glaube, Gott hat all das, was er schon tut, in ihn gelegt. Und er hat es quasi abgetragen. Also Gott hat es, ich weiß, Tom Cruise und so, Scientology, I get that, mir doch egal. Aber er hat das abgetragen. Ich glaube, in Menschen steckt immer ein Meisterwerk. Und wir lassen es zu uns abzutragen. Das den Gestein oder bleiben wir Klötze? Das sind meine 2 Cent zu der. Also, meinst du jetzt auch, die Beziehung ist ja auch eine Form von Abtragen, wie die auch Gott nutzt, sozusagen. Also nicht nur das Menschliche, sondern auch, dass wir durch die Beziehung mehr zu der Person werden, zu dem Meisterwerk werden, der wir sind. Geschliffen zu werden, und veredelt zu werden. Das stimmt, ja, das ist ein gutes Bild. Danke dafür. Ja. Wie diese Brockenweisheit. Ja, Brockenweisheit. Claire. Ja. Das war's. Podcast vorbei. Du hast das letzte Wort. Ich sag schon Tschüss. Bis nächste Woche. Okay, ja, dann sage ich auch Tschüss. Ich habe nichts mehr zu sagen. Werbung? Das war jetzt dein Tschüss? Ja, ich bin nicht gut im Abschließen. Du bist immer der noch Mann, sag Werbung doch mal machen was will für deinen YouTube-Channel. Ja, aber dann musst du nicht immer so bleiben. Lass dich doch mal schleifen. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich sag noch ganz kurz, abonnier den Kanal. Like alles, was du findest. Jeden Button. Like, klick drauf. Es hilft uns wirklich. Und uns ist sein Anliegen, Jesus sichtbar zu machen, unter anderem auch durch unsere Beziehung, durch diesen Podcast. Und das sichtbar zu machen, was er bei uns gemacht hat und bei uns geschafft hat. Und du hilfst uns dabei, das sichtbar für andere zu machen, die vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs sind, indem du likest, subscribest und kommentierst.